Uhu, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Anno 1800 und zu unserem Schönbauprojekt. Ja, ich hatte in der letzten Folge gerätselt wegen eines Sets, nämlich die abgründigen Karten. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Ja, später. So, und leider, leider ist uns das, ja, total abhanden gekommen, sage ich mal. Wir hatten den Kraken fertiggestellt und dann eben auch noch den Tiefseeanglerfisch. Und das haben wir einfach ignoriert. Beziehungsweise wir waren mit Schönbau beschäftigt. Wir hatten ja hier unseren neuen Stadtteil begonnen und in der Zwischenzeit munter den Kraken und diesen Anglerfisch fertiggestellt. Ja, und irgendwie haben wir das dann nicht angeguckt. Und deswegen möchte ich jetzt unbedingt schauen, was uns dieses Set bringt. Ich würde sagen, wir nehmen dann mal den Polarkreis erstmal raus, denn da fehlt uns ja sowieso noch das Walross und setzen anstelle dessen eben die abgründigen Tiefen ein. Also, einmal den Narwal wieder raus. Also, abgründige Tiefen. Dann setzen wir da mal den Kraken ein. Dann einmal den Polarfuchs raus. Da setzen wir den Koboldhai ein. Einmal den Riesenalg raus. Den hatten wir auf einer Expedition ergattert. Das war auch richtig cool. Die hatten wir auch alle schon angeschaut. Außer eben den Riesenalg. Den konnte man leider nicht angucken. Ja, da kommt auf jeden Fall der schwarze Schlinger rein. Dann haben wir noch den Eisbären, beziehungsweise den Polarbären. Da kommt der Blobfisch rein. Dann noch die Robbe. Wo ist die? Hier. Da kommt dann noch diese komische Kronenqualle rein. Und dann zu guter Letzt, was nehmen wir denn da noch? Ach, da haben wir sogar noch einen Platz frei. Da kommt der Tiefseeanglerfisch rein. So. Der Kraken, den haben wir total ignoriert, als der fertiggestellt wurde. Oder wir hatten vergessen, was wir da in Auftrag gegeben haben. Ich weiß es nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall ein wenig abgelenkt durch unseren Schönbau. Macht ja nichts. Jedenfalls, der legendäre Kraken wurde gefangen. Er wirbelt wild im Becken herum. Winzige menschliche Beobachter ducken sich unter seinem hypnotisierenden Blick. Der Koboldhai beflügelt mit seiner langen Nase die Fantasie und ähnelt dem Kobold-Fabelwesen Tengu. Okay. Schwarzer Schlinger stopft Beutetiere größer als er selbst in einen dehnbaren, kokonartigen Korb, der an seinem Bauch hängt. Oh, gruselig. Der Blobfisch? Ein menschliches Gesicht mit Flossen. Ja, irgendwie alienmäßig. Dann die Kronenqualle. Meidet das Licht, wie so viele von uns es heutzutage tun. Ja, also bei diesen Temperaturen auf jeden Fall. Und der Tiefseeanglerfisch. Extrem anpassungsfähiger Tiefseefisch, der auch im Küstengebiet jagen kann. Wir schauen erstmal, welche wir angucken können von diesen Tieren. Müssten ja alle hier sein. Kraken. Oh ja, hier ist der Kraken. Schwarzer Schlinger. Ja, das sind ja alles... Genau, das ist alles hier. Okay, das heißt, wir können die alle hier alle einmal angucken. Sehr cool. Dann gehen wir einmal hier rum. So, und dann starten wir einmal hier. Hier sehen wir leider nicht sehr viel. Was soll das sein? Soll das dieser komische Blobfisch sein? Oh ja, das könnte sein. Das ist ja... Okay. Ja, sieht irgendwie sehr lustig aus. Schade, da erkennt man nicht sehr viel. Dann gucken wir mal hier drüben. Oh! Wow! Hier steht jemand auf dem Wasser. Ach, was für prächtige Federn. Oh, doch nicht mehr. Oh, doch wieder. Können wir da auch aufs Wasser gehen? Oh, cool.
Schlecht. Wer ist hier? Sieht genauso aus wie gerade eben. Zweimal das gleiche eingesetzt? Wir doch nicht. Schade, hier kann man auch nicht sehr viel sehen. Naja, gut. Es war ja zu erwarten. Doch was anderes, oder? Haben wir jetzt zweimal das gleiche eingesetzt? Hier. Irgendwo haben wir noch diese komische Kronenqualle. Ist die vielleicht hier drin? Ja, hier sieht es aus wie eine Qualle. Da kann man zumindest ein bisschen was erkennen. Jawohl. Okay. Oh, hier ist eine Aufgabe. Was bist du für einer? Ich kann Regen beschwören. Ach so. Wenn die Getreidebauern okay. Mir ihren Segen geben, zeige ich dir, wie das geht. Nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wobei, Regen wäre gar nicht mal so schlecht jetzt, aber... Ach, nein. So, wen haben wir hier? Ein majestätisches Tier. Oh? Hallo? Hier ist keiner drin. Ah, doch. Wo könnte das der Koboldhai sein vielleicht? Sieht leider nichts. Aber könnte möglich sein. Man kann es nur vermuten. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Und was ist hier? Waren wir hier schon? Müssen wir doch mal gucken, was wir alles jetzt angeschaut haben. Also... Das hier ist der schwarze Schlinger und das hier... Ach nee, der gehört ja nicht dazu. Hier ist der... Oh, da kann man den Kraken sehen. Oh, den gehen wir angucken. Ja, den Blobfisch haben wir gesehen. Hier waren wir gerade, das war der Koboldhai. Die Quallen haben wir sehen können. Den Anglerfisch und den schwarzen Schlinger, die schauen irgendwie sehr ähnlich aus. Also ich glaube, wir haben den schwarzen Schlinger gesehen. Nee. Oder? Doch, den schwarzen Schlinger haben wir gesehen. Schauen wir mal noch diesen Anglerfisch an. Der fehlt uns, glaube ich, noch. Der müsste doch so ein komisches Ding auf dem Kopf haben. Ja, da. Ja, cool. Ist der gruselig. Der ist sehr gruselig. Okay, cool. Nee, dem möchte ich nicht nachts im Wasser begegnen. Auf gar keinen Fall. Aber den Kraken will ich sehen. Der müsste dann hier sein, oder? Wo ist noch der Kraken jetzt? Moment. Hier nicht? Nee, da müsste eins weiter sein. Ja! Alle stehen bereit. Der ist ja toll. Den müssen wir drin lassen. Ach, cool. Den finde ich toll. Den finde ich echt cool. Oh. Also egal, was das Set bringt, aber den Kraken. Jetzt schwimmt er irgendwo rum. Da ist er. Und, kommt er nochmal raus? Also den würde ich gerne drin lassen. Egal, was das Set bringt. Noch mal raus, lass dich noch mal sehen. Zeig dich doch noch mal. Schwimmt er. Und dreht sich richtig schön im Wasser. Oh, wenn er noch mal rauskommen würde. Das wäre cool. Kommt er? Da. Oh, cool. Der ist ja stark. Der ist ja stark. Cool. Wahnsinn. Den haben sie echt toll gemacht.
verschärft. Also den lassen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Den finde ich echt cool. So, gut. Und was bringt uns das Set an sich? Beeinflusst unser Bergungsschiff? Oh, erhöht Chance, Tiere zu finden. Okay. Der Park der abgründigen Tiefen liefert wertvolle Erkenntnisse über die lange unbekannten Abgründe und ihre Fauna. Ihre zoologischen Forschungen bei ihren Tauchgängen haben nun größere Erfolgsaussichten. Cool. Ja, können wir jetzt erstmal lassen. Was ich auf jeden Fall lasse, ist der Kraken. Die anderen, naja, da kommt dann der Polarkreis rein. Da fehlt uns ja auch nur noch das Walross. Das dürfen wir nicht wieder verpassen. Aber wenn wir im Schönbauwahn sind, dann verpassen wir alles. So, was verpassen wir außerdem? Unsere Handwerkerarbeitskraft ist im Keller. Tja, das liegt an den mangelnden Pelzmänteln und den mangelnden Nähmaschinen. Verbessert sich? Verbessert sich. Okay, warten wir mal ab. Vielleicht ergibt sich das dann von selbst. Wir schauen mal zurück in die Arktis. Ist denn da unser Taucherschiff schon angekommen? Ja. Und wir werden mal die erste Karte öffnen. Das ist eine kleine Insel. Oh, wir müssen gleich in die Richtung hier. Das ist dann bestimmt diese Insel hier, oder? Nee, die ist es nicht. Wir sollten mal ausnorden noch. Oh, wir könnten auch mal versuchen, ob wir das damit finden. Wir müssen ja irgendwie in die Richtung anscheinend. Ah, es ist eine schmale Insel eigentlich. Eigentlich doch diese hier, oder? Die ist es nicht tatsächlich. Die hier auch nicht. Wo müssen wir denn dann hin? Welche Insel ist es denn? Die hier. Ja, die hier ist es. Machen wir gleich mal noch die nächste ich auf. Ich werde niemals seekrank. Jawohl, das ist wieder unsere Igelinsel. Okay. Das heißt, hier müsste unser Schiff ja gleich schon auftauchen. Ja. Das können wir abwarten. Oh, wir können mal einmal Tauchenschiff fahren hier. Einmal tauchen. Der Knoten ist geplatzt. Einen Kugelfisch. Großes Korallenriff. Eigentlich cool, aber... Ach, warum kriegen wir denn nicht das Walross? Wir hätten gerne das Walross. Das große Korallenriff. Haben wir schon. Also können wir den mal spenden. Ja, das könnte nützlich sein. Und dann sein. Gleich weitergehen. Hierher. Und gleich die nächste Karte öffnen. Volldampf voraus. Oh, das könnte eine Karte noch hier sein. Dann gehen wir erst hier noch hin. So. Da sind wir ja. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall einiges abzuklappern. In der Hoffnung, dass da was dabei sein wird. Du gibst bitte mal Bescheid. Dann gucken wir nochmal, ob sich das... Hat sich auch... Doch. Die Pelzmäntel haben sich schon mal geregelt. Wie sieht das aus? Ja, wir haben hier immer noch keine Konserven. Wo ist denn nochmal unsere Konserveninsel? Das hier ist doch unsere Konserveninsel. Oh, was ist hier? Nicht genug Arbeitskraft. Das ist schlecht.
Vielleicht liegt es auch daran. Hier so wenig Konserven. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Das ist auch echt an der mangelnden Arbeitskraft hier. Und anscheinend echt noch für mehr. Neue Befehle? Ja gut, wir haben jetzt schon einige Häuser errichtet, ne? Einige Handwerkerhäuser. Das kann schon sein. Nochmal nachjustieren. Bitte, ich möchte das Walross. Die Männer glauben an sie. Schlankdelfin. Ach, der ist auch schön, aber nein, den brauchen wir auch nicht. Ich hätte so gerne ein Walross einmal hier. Abdrehen beginnen. Ich Warte. Bin bereit. Okay, das wäre dann ganz woanders. Dachte, das wäre hier irgendwo. Anscheinend nicht. Nicht? Doch, das ist, glaube ich, schon die. Ja, das ist schon die. Aber wo? Ah, hier. Okay, dann können wir gleich noch die andere auch Zeit, noch den Sextanten zu entstauben. Was? Das ist dann hier, oder? Ja, okay, dann wissen wir schon mal. Als nächstes noch hier und hier hin. Und nachdem wir hier gerade schon ankommen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir schmeißen den normalen Schrott mal weg. Den brauchen wir auch nicht unbedingt. Und einmal nochmal auf Tauchstation. Kein Kapitän könnte mehr verlangen. Ein unbekannter Leuchtfisch. Oh. Den können wir ebenfalls spenden. Leuchtkreaturen haben wir bereits. Gut, dann war die nächste Insel die hier. Einmal Bescheid geben. Na gut. Wir werden doch noch das Walross bekommen. Müssen wir es eben. Also ich gebe das jetzt echt mal in Auftrag. Vielleicht finden wir es ja noch, aber ich gebe das jetzt mal in Auftrag. Das dauert ja dann sowieso ein bisschen. Wenn wir es bis dahin nicht gefunden haben, dann ist es eben so. Dann lassen wir es eben züchten. So. Gut. Irgendwann ist dann auch mal gut. Wenn man 100.000 Mal getaucht ist, dann reicht's auch irgendwann. Versorgung verbessert sich von den Nähmaschinen. Okay. Und wie ist im Allgemeinen da die Versorgung? Ah, ja. Immer noch nicht genug. Weil... Oh, hier könnten wir noch boosten mit Elektrizität. Ach ja, haben wir hier noch irgendwas für Elektrizität? Einfach nur, dass wir Elektrizität hier erstmal hätten. Liefert Elektrizität. Beeinflusst, aber leider nur... Schade. Aber ist es dann trotzdem so, dass die Elektrizität haben? Nein. Ach, das ist ja schade. Was war das andere noch? Ah, beeinflusst alle Produktionsgebäude. Gut, dann nehmen wir das. Das heißt, dann haben wir hier zumindest schon mal ein bisschen mehr. Und hier wollten wir doch auch noch... Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Nein, was es habe fehlen ich? Immer noch Felle. Also mit der Fellproduktion kommen wir irgendwie auch nicht voran. Irgendwie auch strange. Will nicht funktionieren und ich bin jedes Mal auf der falschen Insel. Na. Welche ist es denn immer? Heilingen. Als mir einmal jemand sagte, ihm gefalle meine Arbeit. Ja, genau, nicht. Da wollen wir ja Ursula Green noch haben. Da hatten wir ja hier nochmal
auch nochmal eine Handelskammer hin. Genau. Dann machen wir doch nochmal so eine Hebebühne. Mehr Druck im Kessel. Nehmen wir. Was brauchen wir dafür? Dafür musste ich alles zusammenkratzen. Schrott, Bretter, diese Fahrgestelle und Dampfmaschinen. Wo bist du? Wir hier, den wir nehmen können. Kiste unter Deck. Hier, das Gnu. Das Gnu nimmt mal bitte Bretter. Schrott. Oh ne, das war dieser Schrott, oder? Ich weiß es nicht mehr. Dann Fahrgestelle. Dampfmaschinen. War das alles? Bretter, Schrott, Fahrgestelle und Dampfmaschinen. Da fehlt jetzt wieder irgendwas. Vier Sachen, genau. Dann einmal den Gnu bitte hierher. Einmal bitte wieder in die Arktis. Oh, wir haben zwei Tauchstellen. Das ist dann eine andere. Und ich bleib die da. Der Knoten ist geplatzt. Ah, Mantarochen haben wir auch schon. Hier gleich nochmal tauchen. Und öffnen gleich noch die letzte. Das ist dann... Oh, normalen Schrott. Ist das euer Ernst? Ah. So, und das eine ist noch hier, eventuell. Ja, hier. Dann, wir sind hier, oder? Dann gehen wir doch erst hier hin und dann zu dem anderen. Och, ist das schade. Na gut, wir wandeln einmal um. Ich hätte gerne das hier. Dankeschön. Das würde ich gerne gleich nach Eulingen bringen. Sind unterwegs. Muschelknacker? Was kann der denn hier aufladen? Ach, das ist... Das Wasser schäumt, Admiral. Naja, gut. Können wir wieder über Bord werfen. Solange keine Nähmaschinen weggeschmissen werden. Oh! Wir haben hier Nähmaschinen. Bereit machen. Leute, ernsthaft. Nähmaschinen. Schlachtkurs steht. In Eulingen gibt's Nähmaschinen. Eulingen sollten wir sie doch... Oh, jetzt haben wir in Oli Valley keine mehr. Das ist ja furchtbar mit den Nähmaschinen. So, wo haben wir jetzt genügend? Eulingen, oder? Also, wir laden einmal 50 ein. Vielleicht sind das zu viele. Wir laden mal nur 30 ein. So, 30 ein und laden dann hier aus und hier aus. Eieieiei. Weil eigentlich müssten wir die hier einladen, weil hier werden die doch auch produziert in Crowley. Ansonsten produzieren wir die doch nirgends. Oder? Produzieren wir hier Nähmaschinen? Hier keine Nähmaschinen. Auch nicht. Hier. Holy Valley. Auch nicht. Ja, also wir müssen sie von Crowley Falls verteilen dann. Müssen wir jetzt mal abwarten und das genau abpassen. Okay. Unser Gnu. Auf Ihren Befehl. Der Gnu schon wieder da. Gnu müsste eigentlich gleich einschuppern hier.
Ach nee, das Kanu haben wir ja direkt hier hingeschickt. Genau, einmal abladen die Hebebühne. Hier haben wir schon eine drinnen. Dann kommt hier noch eine rein. So. Kann doch nicht sein, dass es immer noch an Fellen mangelt. Kann ich mir nicht vorstellen. Frauen anhalten! So, bitte gib uns das Walross. Die Nein. Männer glauben an sie. Aber immerhin den Tiefseeanglerfisch, den wir erforscht hatten. Deprimierend. Ein bisschen deprimierend. Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist jetzt um die letzte Karte. Also. Ja, wir schieben das dann einfach nach vorne. Mal rauswerfen, da einmal wieder Bescheid geben. Ja, und wenn wir das jetzt da wieder nicht kriegen, also wir werden die Karten hier noch abklappern, aber da ist der, glaube ich, sowieso nicht dabei. Das sind Artefakte hier. Das nochmal Tiere. Glaube ich aber nicht, dass das da dabei ist. Würde ja dabei stehen. Also würde ja bei dem Tier dabei stehen im Menü. Das war ja nur die eine Karte. Na gut. Okay. Tja. Wir waren aber so in unserem Schönbau vertieft. Naja. Gut, also was als nächstes? Also da behalten wir nur den Kraken auf jeden Fall von diesem Set. Und wenn wir dann endlich noch das Walross haben, haben wir nochmal ein Set fertig. Das ist schon mal schön. Wir haben auch wieder genug Punkte, die wir ausgeben können. Die dauert aber noch ein bisschen. Und ich würde sagen, wir versuchen die hier mal noch zu vervollständigen. Die letzten Punkte noch hier rein investiert. Am besten auch in die Industrie. Das erstmal. Dann ist unser Schiff wieder angekommen. Neue Befehle? Hm? Rückt die Daumen, Leute. Wir brauchen eigentlich nur noch das Walross. Das kann doch nicht so schwer sein. Der Knoten Nein. ist geplatzt. Wieder diesen schwarzen Schlinger, den wir nicht mehr brauchen. Sehr, sehr schade. Das ist wirklich sehr schade. Gut, dann machen wir noch diese zwei letzten Tiere und dann bringen Sie Licht ins Dunkel. Belassen wir es dabei. Einmal diese Karte hier. Unten am Eck. Ja? Zum Horizont. Und die Tip-top. Hier eine eine ganz kleine. Okay. Oha, eine Mini-Mini-Insel. Hier ist oft beim Nate noch was. Ja, das ist die hier beim Nate. Okay. Und du gibst bitte Bescheid, wenn du angekommen bist. Ja. Und dann belassen wir es dabei. Dann schieben wir das Walross auch tatsächlich nach weiter vorne. Das dauert, glaube ich, gar nicht so lange insgesamt. Naja, eine Stunde. Okay. So, wen haben wir hier noch? Den Bruno Ironbright. Genau, für Nähmaschinen. Genau. Und dann noch den Ferras. Und hier nochmal für alle Produktionsgebäude.
Das macht ja nichts. Dann schieben wir das einfach nach oben. Die braucht noch eine Viertelstunde. Das heißt, die wird dann in der nächsten Folge fertig. Naja, dann wird es doch so langsam. Und dann werden wir auch unsere Arbeitskraft hier wieder in den grünen Bereich bekommen. Das stresst uns jetzt mal nicht. Wir wollen noch ein bisschen Schönbau betreiben. Doch bestimmt noch ein paar Stellen, wo wir was... Hier zum Beispiel. Wo einfach noch was fehlt, wo wir noch irgendwas schön machen müssen. So, und dann schieben wir... Oh ne, dann machen wir hier einfach mal eine Straße noch rum. Unser Schiff, ja, dann machen wir das auch noch schnell. Beziehungsweise langsam. Ganz gemütlich. Ein großer Moment für uns. Also jetzt haben wir aber die ganzen der abgründigen Tiefen, ne? Also... Nur den wir wollen, den haben wir nicht. Okay. Dann noch die letzte. Wahnsinn. Aber irgendwann macht es dann keinen Spaß mehr. Irgendwann wird es dann doch ein bisschen nervig. Was könnten wir hier noch hinsetzen? Einen kleinen Brunnen? Oh ja, und dann nochmal das hier. Das sieht schön aus. Halt. Schön. So, wo haben wir noch Lücken? Haben wir noch irgendwo Lücken? Hier haben wir noch eine große Lücke. Ja, hier ist ja auch sozusagen irgendwie so ein bisschen ein Bahnhof. Können wir da nochmal... Wir haben ja hier schon eine kleine Bahnhofshalle. Oh, ich glaube, ich möchte da noch ein bisschen... Hier, das ist so ein kleines... So ein Bahnwärterhäuschen würde mir hier noch gefallen. Ja, das finde ich hier noch schön. Einmal hier noch ein Bahnwärterhaus hin. Das ist jetzt die Frage. Das müsste ich eigentlich direkt an die Schienen setzen, ja. Ja. Das fände ich hier aber eigentlich ganz schön irgendwie. Ja, das machen wir. Machen wir die hier weg. Da ein Bahnwärterhaus mit hin. Bahnsteig. Können wir das zusammenführen? Schade, dass das hier dann trotzdem bleibt. Ich brauche mehr Zeit, um meine Doktorarbeit fertigzustellen. Das aber mal nach da drüben. Da hätte ich dann gerne einmal diesen Boden. Bitte nicht mit diesen. Ordnung. Ah, einmal ein Gulli ist auch in Ordnung. Aber nicht zu viel, ne? Dann, was haben wir noch? Ein Öltank, ein Wasserturm. Eine kleine Bahnhofshalle haben wir ja. Ja, gut. Da können wir dann eigentlich... Das passt nicht mehr. Da ist dann, glaube ich, nichts mehr, was wir noch hinmachen können. Aber das finde ich irgendwie ganz schön hier. Das ist nochmal so eine Art Bahnhofsgelände. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir denn hier nochmal hin? Nochmal einen Zaun vielleicht sogar?
Also nicht so ein Bauzaun. Ein Bauzaun passt jetzt auch nicht unbedingt. Aber einen anderen Zaun. Hier oder dann das hier. So. Also haben Sie die Anleitung nicht gelesen? Machen wir hier vielleicht sogar einen Durchgang. Ja, das finde ich ganz schön. Hier auch nochmal einen Zaun. Ach ja, das finde ich ganz nett. Das gefällt mir. Die Frage ist, machen wir hier vielleicht tatsächlich auch nochmal, ja, hier auch nochmal so hin. Dann sieht es ein bisschen abgerundeter aus. Ach, schön. Dann hat die Uni sozusagen auch nochmal einen Bahnhof. Das ist doch toll. Und zum Abschluss noch einmal in der Arktis tauchen. Dann lassen es wir dabei. Walrus sollte leider nicht funktionieren. Wir haben hier nochmal einen Schlankdelfin und spenden den gleich. Und jetzt habe ich erstmal genug vom Tauchen. Jetzt gehen wir erstmal in den Hafen. Mag ich erstmal nicht mehr tauchen. Gut, somit schieben wir den Cap Trelawney. Auf welche Themengebiete wollen wir uns heute stützen? So. Gut. Das war's dann auch schon wieder. Ja. Wir müssen also noch ein bisschen was nachjustieren, wie ihr seht. Gerade mit den Nähmaschinen und den Pelzmänteln, aber das sollte kein allzu großes Problem darstellen. Da sind wir ja gerade schon dabei. Und das mit dem Walross, ja, das hat leider nicht geklappt, dass wir das ertauchen konnten. Also, ja, züchten wir es sozusagen eben im Forschungsinstitut. Ist ja auch nicht so schlimm. Und ansonsten, ja, haben wir dann hoffentlich bald wieder das nächste Set fertig und können uns dann einem neuen widmen. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Zeit und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und tschuhu!